Hey, hier ist eure Listen. Und euer Rapsen. In der heutigen Folge haben wir uns ein kleines Special überlegt. Und zwar, da das Mehrfamilienhaus ja so positiv angenommen worden ist, haben wir uns gedacht, wenn wir es schaffen, die 100 Abonnentenmarke zu knacken, verlosen wir eine Wohnung in unserem Mehrfamilienhaus, wo ihr dann einrichten dürft und wir werden das zusammen euch mit euch dann auch let's playen. Und das Ganze wollen wir jetzt euch mal zeigen. Und was ihr dafür genau machen müsst, um teilzunehmen, da kommen wir gleich zurück. Und jetzt würde ich erstmal sagen, schauen wir uns den Gewinn an. Ja, das Mehrfamilienhaus kennt der ein oder andere von euch ja vielleicht schon. So, das wird deine Klingel, die Hauptgewinnwohnung. Natürlich hast du auch einen Briefkasten. Das Treppenhaus. Ja, die Wohnung befindet sich im ersten Stock. Hier geht's lang. Hier noch hoch. Und das ist sie. Der Hauptgewinn. Da-da-da-da-da. Wie ihr seht, alles leer. Die Glowstones, die stehen da jetzt einfach mal nur zu Beleuchtungszwecken. Ja, sonst wäre das Ganze ziemlich dunkel. Wie Baulampen, das dürft ihr natürlich dann alles verändern und machen und tun. Aber ihr seht, also es gibt nur den Grundriss, der vorgeschrieben ist. Also beziehungsweise die Außenwände. Und die Fenster, die sollten auch so bleiben, wie sie sind. Ansonsten könnt ihr machen und tun, was ihr wollt. Mauern einziehen etc. Alles genau, gar kein alles Thema. Abtrennen. Hier habt ihr dann auch noch einen Balkon, der zu euch gehört. Ja, und das wäre diese Wohnung. Und um an der ganzen Sache teilzunehmen, ganz einfach auf Abonnieren klicken und einen Kommentar drunter setzen. Genau, oder und wer uns schon abonniert hat, der schreibt bitte einfach nur einen Kommentar drunter. Und sobald wir dann die 100 Abonnentenmarke geknackt haben, verlosen wir das Ganze und das Ganze wird natürlich auch schnellstmöglich von uns dann hochgeladen für euch. Ich hoffe, die Idee gefällt euch und ihr macht fleißig mit. Und wir freuen uns bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. We'll be right back.